Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Oh Gott, juckt mich mein Nacken, Alter. Oh, ich bin schon viel zu lange wach für diese Kacke hier, ey. Naja, wir wollen mal ran. Herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skylines ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Jetzt machen wir ein richtiges Let's Play zu Splinter Cell. Es ist zwar ein bisschen spät dran, weil ich, wie gesagt, eigentlich erst die Koop-Kampagne Let's Playen wollte, aber es dauert Ewigkeiten. Jetzt habe ich mir gesagt, nee, komm, jetzt machen wir die Scheiße einfach fertig. Und gut ist dabei. Jetzt will ich mal kurz was nachgucken. Einen Augenblick bitte. So, ich musste mich gerade was gucken. Und zwar ist hier auf dem Bildschirm, wo ich gerade auf Aufnahmen drücken kann, ist nämlich irgendwie alles am Hängen. Also ich musste gucken, ob er wenigstens mit Endprodukt alles vernünftig aufnimmt. Und das ist so der Fall. Wir sind hier immer noch im Paladin drinnen, noch nicht eine Mission gestartet. Ich habe meinen Sam Fisher schon ein bisschen ausgerüstet. Und wir wollen uns mal so ein bisschen informieren hier. Ich will dein Gesicht sehen. Okay. Ja, wunderschönes Gesicht. Ich erkläre es nochmal. Hier habe ich eben bei Minecraft schon erklärt. Meine Stimme hört sich ein bisschen beschissen an. Aus dem einfachen Grund, weil ich jetzt halt gerade alles provisorisch hier aufbauen musste. Kontaktiere deine Tochter Sarah über die Leitung. Will ich jetzt aber nicht. Ich werde es mal ein bisschen umschauen. Piep, piep, wir haben uns alle lieb. Da ist nirgendwo ein Puff oder sowas. Kann ich hier raus? Wo kann ich so raus? Ja, genau, über 30. Was ist denn hier los? Ist das so schwer aufgeht, die Tür? Da haben wir unseren Heli-Schreiber. Schön, das war's aber auch. Können wir irgendwie einsteigen, den auftunen oder sowas? Oder warum ist jetzt hier die Möglichkeit, hier hinzukommen? Keine Ahnung. Na, laufen wir mal weiter. Hat jetzt auch keinen Sinn jetzt so. Habt ihr es euch gemerkt? Ich frag das morgen ab. So, machen wir mal weiter. Wollen wir mal Sarah anrufen? Hallo Schatz, ich bin's. Dad, hi. Wie geht's dir? Ich hab die Nachrichten und das Blacklist-Video gesehen und... Mir geht's gut. Ich darf dir nicht sagen, was ich mache, aber... Das weiß ich doch. Aber geht es dir und Onkel Vic gut? Vic ist der Grund des Anrufs. Es hat ihn in Guam böse erwischt. Aber er wird doch gesund. Sag mir, dass er gesund wird. Er ist ein zäher Hund. Und sie kümmern sich gut um ihn. Das ist keine Antwort. Wo ist er? Walter Reed? Ich kann da hinfahren. Ist nicht nötig. Er ist mit einem Krankentransport auf dem Weg nach Landstuhl. Charlie behält ihn für mich im Auge. Sobald du was hörst, irgendwas, sagst du Bescheid, okay? Hörst du das? Ja, versprochen. Aber jetzt muss ich los. Verstehe. Aber melde dich ab und zu, damit ich weiß, dass du noch lebst. Mach ich. Hab dich lieb, Dad. Ich dich auch. Das habe ich mir jetzt die ganze Zeit zurückgehalten. Nur, dass ihr das vernünftig hören könnt. Ich will euch ja nichts vorenthalten. Wenn ich Schnupfen habe, dann solltet ihr es auch mit voller Wut abkriegen. Also, auf euch jetzt Rücksicht nehmen. Ja, gut. SIM besuchen. Daten sammeln. Sam, ich glaube, Charlie arbeitet speichern. An neuer Ausrüstung. Grim? Kann ich mit dir sprechen? Hör zu, Sam. Wir haben viel Arbeit vor uns. Vielleicht sollten wir uns aussprechen. Vorbei ist vorbei. Wie du sagtest, wir haben eine Menge Arbeit vor uns.
Flugzeug-Upgrades. Das können wir machen. Co-Pilot. Alter Schwede. Upgrade Charlies Werkstatt und erhalte Zugang zu individuellen Waffenprototypen. Verbessere die Kapazität der Datensammlung, um in Einsatz sekundäre Einsatzziele zu ermitteln. Alter Schwede, da muss ich aber auch einiges an Kohle mal ansparen jetzt hierfür. Ah komm, das machen wir mal gerade. Cockpit Upgrade. Yeah. Jetzt können wir Cockpit nochmal upgraden. Okay. Ach, zweimal kann man es upgraden. Okay, das ist hardcore. Ey, von 10.000 auf 130.000. Nee. Das sind gerade so 1.000 auf 130.000. Das ist ein bisschen übertrieben. Einmal haben wir jetzt nur was abgegradet hier. Ist auch schon mal was wert. Na super, ein Ladebildschirm wegen sowas jetzt. Okay, das heißt jetzt erstmal ordentlich sparen. Ich habe mein Sammy ja ein bisschen aufgerüstet schon und meine Online-Figürchen habe ich auch schon ordentlich aufgepäppelt. Das ist schon soweit in Ordnung. Da brauche ich nichts mehr für ausgeben und kann jetzt ein bisschen für die Upgrades hier sparen. Die kosten ja schon einiges, ey. Darf ich jetzt? Okay, ich komme hier wieder raus. Hey Sam. Na, Briggs? Schon eingelebt? Ich gebe mir Mühe. Ich kann mich für Missionen normalerweise länger vorbereiten. Die CIA ist zu groß, um schnell zu agieren. Bei Operationen wie diesen kommt es auf jede Sekunde an. Ist schon klar. Ich wünschte nur, ich hätte mehr Zeit. Du gewöhnst dich dran. Briggs bis... Ah, das ist also die zweite Person im Endeffekt. Fortschritt. Okay, cool. Koop haben wir schon ein bisschen gemacht. Meinen Kollegen. Können wir die Statistik? KT. Alter, Kill. Tode. 0,77. Ach du Scheiße, das ist eine schlechte KD, Alter. Eieieiei. 15 Siege, 15 Niederlage. Aha, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war's vorerst. Freue mich auf ich die Zusammenarbeit. Auch. Mit dir kann ich nicht sprechen. Wo kann ich hier noch hin? Hier ist schon wieder so Megatür des Todes. Komme ich nicht rein. Hier muss ich wieder einen mega langen Code eingeben. Vielleicht gibt er hier seine Gewichtszahl ein oder so. Ich habe keine Ahnung. Ah, ich könnte das Flugzeug manipulieren. Schön. Ich schon das Flugzeug zerstört. Ah, es ist alles unter meiner Kontrolle. Sind das Zellen? Lol, ja sogar. Ich will das jetzt mal gerade festhalten. Hier sind Zellen. Zellen für die bösen Buben, die wir einfangen. Oh, Klopapier. Hoffentlich ist das auch das gute von 3-Lage von Edeka und nicht das billige 2-Lage von Aldi. Jedenfalls haben wir hier Zellen für Einbrecher. Und wir werden wahrscheinlich hier nur für Einbrecher als für die bösen Buben. Wir werden wahrscheinlich hier nur die Besten wahrscheinlich hier reinstellen. Also hier reinstecken. Alle anderen werden wir irgendwo auf dem Boden Personal abgeben und sonst irgendwas. Und wir haben hier Steuersachen. Steuerknüppel und sowas. Fürs Schiff. Richtig? Richtig. So. Ich weiß, ob ihr wisst, worauf ich hinaus will. Gut, hier ist jetzt ein Zahlenschloss davor, aber wenn die gut sind, kommen die auch raus. Oder machen so das Ding in ein paar Sekunden schlappe. Eieiei, gut, dann wollen wir mal wieder raus hier. Gewicht erstmal wieder eingeben. Gewicht von der Oma. Omi-Liebe. Verdammt. Ja, hier ist praktischerweise schon offen. Abgeschlossen? Ja, Moment. Au.
Hey Sam, ich bin hier gut wie fertig. Ich muss nur noch mal Komponenten überprüfen und checken, ob meine Materialanforderung von Ihrer Majestät genehmigt wurde. Meldet, wenn es Probleme gibt. Okay. Coole Werkstatt. Damit werde ich eine Menge Reparaturen selbst. Ersatzteil. Als Barm kann ich diese Modifikation deiner Ausrüstung testen. Rechten Händen. Zweifels. Hey, soll ich schon was besorgen? Ja, vielleicht Schutzhelm. Danke. Was war das denn jetzt? Ich frage mich, ob das jetzt auch so in dem Spiel jetzt, also in der Aufnahme so beschissen war jetzt. Es hängt nämlich gerade ordentlich. Meine Damen und Herren. Das gefällt mir jetzt schon wieder gar nicht. Das macht schon wieder keinen Spaß mehr. Und das Momentus-Buffer war. Wir machen mal hier gerade einen kleinen Cut. So, und damit wieder zurück. Für euch war das ein kleiner Cut von... von ein paar Sekunden. Von einer Sekunde, wenn überhaupt. Für mich war das jetzt ein Cut von 3 Stunden, weil ich dachte, aber mein Computer ist ein bisschen zu überlastet dadurch, dass ich gerade auch ein Video am Rendern bin. Der Ton ist leider nicht ganz so in Ordnung, wie ich gerade mitbekommen habe. Tut mir sorry. Wir hoffen, dass es jetzt weitergeht. Und wir drücken mal X hier. Hier können wir uns anpassen. Also ich kann ja mal kurz gucken, zeigen, was ich so drin habe. Ausgerüstet habe ich hier die Haftkamera. Den Tarnhelikopter, Rauchgranate finde ich eigentlich ganz in Ordnung, Haftkamera und den Trikopter hier, so, ist das jetzt der Song? Ja, es ist die Musik da, das habe ich hier so drinne, in Brille habe ich Solarimpuls reingemacht, fand ich ganz interessant. Ops-Anzug war jetzt normales hier, da ist noch nichts Vernünftiges mehr nach. Corvette, ganz cool, also ich werde eigentlich auch den Geheimhandschuh noch machen. Hier habe ich den Alpha-Anzug, Alpha-Anzug reingemacht. Stiefel habe ich hier, den Taktikstiefel. Lichter habe ich rot reingedödelt. Als Pistole habe ich immer noch die PX4 Storm 45. Auch ohne, na doch, einen Schalldämpfer habe ich drauf. Das war's aber auch. Als Sekundärwaffe habe ich eine Sniper, eine SR-25. Wer mich kennt, weiß, dass ich Sniper. Und die Armbrust habe ich dran gemacht. Habe ich, die beiden gehabt. Das hier mache ich jetzt erstmal noch nicht. Das will ich mir jetzt noch sparen. Achso, Sekundärwaffe hat bei mir Elite-Zielfernrohr. Panzerbrechende Munition, dann Gewichtsausgleich und Rückstoßpuffer. Ja, und Rückstoßpuffer. Also ist schon fertig. Ich weiß, ich will lieber Scharfschützengewehr haben. Dann bin ich lieber mit drin. Schwarzrock haben wir noch gar nichts. Dann gehen wir auch da mal gleich raus. Das Online zeige ich jetzt nicht. Wir können jetzt Charlie-Mission. Ich habe keine Ahnung. Also drücken wir einfach mal B. Gute Arbeit, Charlie. Danke. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt mit der Charlie-Mission Sachen für ihn freischalten. Was haben wir hier Feines? Das ist mein Anzug. Ausrüstung anpassen. Ah, dann kommen wir wieder hier, ne? Okay, cool. So, ich hoffe, dass... Naja, es macht immer noch ein paar Probleme beim Verstreichen der Zeit. Da überspringt es immer eine Sekunde irgendwie beim Hochzählen. Aber immerhin spielt es jetzt vernünftig ab. Sprechen, bla bla blub. Warte mal, was war das nochmal? Grim? Hör zu, Sam. Wir haben naja, viel Arbeit vor nicht. Uns. Vielleicht sollten wir uns. Grim-Mission, 1-2 Player. Halt mich auf dem Laufenden. Wir haben eben was von einem Kontakt in Benghazi reinbekommen. Benghazi, wir sprechen Kontakt, uns später. Wir wollen mal kurz nochmal schauen, was wir jetzt hier noch hier haben. Hier so, hier noch so, hier haben, hier so und hier haben. Freischalten. Paladin durchsuchen, um Aufklärungsdaten zu finden und neue Konzeptgrafiken des Splinter Cell Blacklist Entwicklersteam freizuschalten. Suche ihn wieder nach jeder Kampagnenmission und wenn du alle 4 E-Missionen von Isaac Briggs abgeschlossen hast.